Natürlich, der erste gemeinsame ist das Studium an sich, ist klar. Und der zweite Punkt, warum es funktioniert, ist, glaube ich, dass sich jeder beim Studium auch zumindest teilweise dafür interessiert. Ja, das erste Tier ist in meine Lava Pfütze gerannt. Ich bin ein Sadist. Ich weiß. Nein, aber da ist wirklich so ein kleiner gemeinsamer Nenner. Und das ist faszinierend, dass sich halt auch tatsächlich auch übergreifende Interessen verbinden. Womit man nicht gerechnet hat eigentlich. Zum Beispiel, ja, es gibt halt viel größer. Es sind viel mehr richtige Nerds dabei, mit denen man eigentlich ganz gut zurechtkommt. Wo man aber an der Schule so dachte, so, nee, eigentlich, ich kann mit denen nichts anfangen, ne? Dieses Gefühl eher so. Und jetzt? Die da noch krasser drin sind in der Materie. Ich habe einen, der Luke, sehr guter Kumpel über Studium, der hat mir innerhalb von einer Nacht eine YouTube-App programmiert für Android. Das ist total faszinierend. Warum? Ja, weil das kann. Braucht nicht immer Gründe im Leben, um irgendwas zu erreichen. Klar erleichtern sie vieles, aber man braucht sie nicht. Sagt sie immer, ja, wenn man etwas begründen kann, nur dann ist es wirklich vollständig. Hirnfreie Thesen aufstellen kann jeder, sieht man ja in der Politik. Die größten Parolen haben den größten Erfolg. Oh je. Aber wenn mal jemand wirklich nachdenkt über das, was er sagt, ja, dann ist es egal. Man kann es nicht allen recht machen. Genau, das ist so das Problem, ja. Ich habe auch langsam das Gefühl, wenn ich mir teilweise YouTube-Kommentare ansehe, die Leute wollen in einer Zensurgesellschaft leben. Warum auch immer. Vielleicht, weil in einer Zensurgesellschaft, man kann sagen, was man will gegen eine Zensurgesellschaft, aber sie hat einen großen Vorteil. Man muss sich keine eigene Meinung mehr machen. Man muss nicht nachdenken. Und das ist das Problem, was eine Zensurgesellschaft, glaube ich, auch so verlockend macht für einige Leute, ne? Da muss man erstmal drauf kommen. Alles hat immer Vor- und Nachteile. Auch der Kommunismus hat Vorteile. Kommunismus hat sogar sehr große Vorteile. Tief in sich drin weiß auch der größte Kapitalist, dass der Kommunismus eigentlich das bessere System ist. Denn der Kapitalist hat immer das Problem, damit er Gewinn macht und überleben kann, muss ein anderer Verlust machen. Das geht auch eine Zeit lang gut, bis die Leute, die Verlust machen, ihr Leben lang irgendwann auch mal Gewinn machen wollen. Und die Situation haben wir allmählich. Zweifelsfrei, die ganzen Entwicklungsländer, Afrika, die wären alle, auch wirtschaftlich, schon viel stärker, wenn wir, die schon entwickelt sind, uns nicht dazwischen mischen würden. Der Klimawandel ist, klar, erstens, natürlich, er ist real. So fair muss man dann schon sein. Aber er ist für uns als Industriestaaten auch ein riesiger Segen, denn wir können jetzt im Sinne des Klimas sagen und den anderen Leuten verbieten, ihre fossilen Rohstoffe zu nutzen, weil es schädigt das Klima, ihr macht damit den Planeten kaputt, ihr schadet euch damit selber. Aber das, was hinter diesem Ganzen steckt, hinter diesen ganzen Normen, die sowieso keiner einhalten kann. Das ist der größte Witz dran.
zeigt auch wieder nur der VW-Skandal. Unterm Strich schafft es niemand, diese Abgaswerte, die gefordert werden, überhaupt einzuhalten. Deswegen, als das mit VW, mit diesem riesen Betrug rausgekommen ist, das erste, was passiert ist, die Autolobby hat, ist in den Bundestag gefahren, hat gesagt, ja, nee, Entschuldigung, man kann nicht so sparsame Autos bauen, wie sie es gerne hätten. Das funktioniert nicht. Was ist passiert? Die ganzen Klimaschutzziele werden mal ganz schnell vergessen und an die Möglichkeiten angepasst, die tatsächlich real existieren. Auch Elektroautos werden längst marktfähig, aber es scheitert an den Kapitalisten, die sagen, dann machen wir weniger Profit. Daher steckt ja mehr dahinter als nur die Karosserie. Die ganzen Mineralölkonzerne hängen da mit drin. Und solange das nicht aufhört, können wir lang warten auf eine bessere Welt. Aber das ist ja eigentlich das Thema. Ich war, glaube ich, bei Afrika. Dass wir ihnen verbieten, ihre fossilen Rohstoffe zum Beispiel zu nutzen. Warum machen wir das? Ist doch ganz einfach. Jeder ist potenzieller Konkurrent. Und zwar richtig krass. Das denkt man sich nicht so. Ja, klar. Wir sagen so, ja, das sind doch keine Konkurrenten. Wir wollen doch auch, dass es denen gut geht. Wollen wir eigentlich nicht. Denn das Problem ist, sobald es denen gut geht, müssen wir damit rechnen, Abstriche zu machen. Denn je besser es den Leuten in Afrika geht, desto mehr Geld haben die, desto weniger Verluste. Das heißt, vielleicht machen sie sogar Gewinn. Und sobald andere Leute Gewinn machen, machen andere Leute wieder Verlust. Und diese anderen Leute sind wir. Weil wir haben im Moment noch den Luxus, in Ländern, in den ganzen Entwicklungsländern oder Schwellenländern, zu Spottpreisen zu produzieren. Wenn die jetzt allerdings mal auf die Idee kommen, selber Hand anzulegen, beziehungsweise die Möglichkeit hätten, dass wir es ihnen ermöglichen würden als Industrieländer, dass sie sich entwickeln können. Boah, dann wäre es bei uns ganz schnell aus mit Luxus. Also wirklich ganz schnell. Der Entwicklungsrückstand, den diese Länder aktuell haben, wird von uns als entwickelte Nationen so lang wie möglich beibehalten. Damit wir unsere Vormachtstellung ausleben können. Mehr steckt denn nicht dahinter. Und genau deswegen ist das System, das politische System des Kommunismus, eigentlich auch so verlockend. Wenn man vornherein sagt, dass jeder gleich ist, also in dem Fall wirklich jetzt mal ausnahmslos jeder, dann hätte man niemals im Leben das Problem, dass sich andere Leute versuchen zu bereichern, indem sie andere ausbeuten, weil es geht schlichtweg nicht. Wenn das System Kommunismus, so wie es Marx und Engels aufgestellt haben, durchsetzen würden. Wenn es auf der ganzen Welt funktionieren würde, gäbe es keine Hungersnöte, dann gäbe es keine Entwicklungsländer, dann würde alles auf dem Planeten richtig gut laufen. Aber dann müssen wir in Europa oder auch wir in Deutschland damit abfinden können, dass wir so, wie wir jetzt leben, nicht weiterleben können. Mit dem ganzen Fleisch, das wir essen. Allein unser Fleischkonsum ist quasi in einer Welt, in der jeder gleich kommen würde, würde das zum Kollaps der Systeme führen. Man hätte zwar genug Fläche, um, keine Ahnung, um mit Gemüse und Getreide und Brot halt die Welt zu ernähren. Ich glaube, man könnte dreimal die Welt von unserem ganzen Ackerland
unserem fähigen Ackerland ernähren. Aber nicht von Fleisch. Denn ein Kilo Fleisch braucht 10 Kilo pflanzliche Zuführungsstoffe. Damit man es essen kann. Und jetzt denkt euch mal, dass wenn jetzt jeder so viel Fleisch essen würde wie wir hier, bräuchten wir ja noch 3 weitere Erden mit dem gleichen Ackerlandpotenzial. Oder eben Gennahrung. Aber Gennahrung will auch keiner, weil ist ja schädlich, ne? Würde ich gar nicht mal sagen. Nicht alles, wo Gentechnik drinsteckt, muss schädlich sein. Im Gegenteil. Ohne Gentechnik würden sehr viele Diabetespatienten sterben, einfach nur, weil das Insulin, das hat man früher aus Schweinen, glaube ich, genommen. Schweineinsulin. Weil das mit unserem Hormon sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Das hat auch bei uns gewirkt. Bei Menschen. Wir haben jetzt gesagt, oh Gott, Schweine, Hormone, Spritzen. Oh Gott, wie ekelhaft. Das ist doch nicht medizinisch sauber. Das ist doch ungesund. Naja. Das kann man so lange behaupten, ne? Zumindest so lange, bis man dann realisieren muss, dass das Insulin, was jetzt auf dem Markt ist, dass man Diabetes-Patienten jetzt gibt, Gentechnik, pure Gentechnik. Über ein Plasmid wird das von einem kleinen Bakterium die Fähigkeit gegeben, menschliches Insulin zu produzieren. Und das machen die halt dann einfach. Das sind Bakterien, die sind genmanipuliert. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer feuchtfröhlich Insulin zu produzieren. Ist das jetzt so viel besser? Eigentlich schon. Also ich persönlich würde... Also erstens mal, ich bin sehr glücklich drüber, dass ich kein Diabetespatient bin, weil es würde sehr viel einschränken, sage ich mal. Andererseits bin ich vermutlich mit meiner Ernährung auf dem besten Wege, ein Diabetespatient zu werden, weil die meine Ernährung nicht gerade gesund ist, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Das zu ändern wird wäre sehr langwierig und mit meiner Motivation wahrscheinlich nicht zu erreichen. Davon abgesehen esse ich halt leider zu gerne Fleisch. Ist ja auch prinzipiell. Man sagt es immer so, es ist ja nicht schlimm daran, Fleisch zu essen, ne? Wenn man darüber nachdenkt, eigentlich schon. Wenn man halt Fleisch isst, muss man sich damit bewusst machen, dass man halt 10-mal so viel Nahrungsmittel, also 10-mal so viel vegetarisches Nahrungsmittel verbraucht, als ein Vegetarier. Andererseits muss man sich halt leider auch verklären finden, dass der Mensch auch tierische Eiweiße von sich aus braucht. Und die nimmt der Vegetarier oder halt auch der Veganer, bei dem ist es ja noch extremer, damit er keine Mangelerscheinungen hat, in Tablettenform zu sich. Sicher kann man machen, ist auch nicht schädlich, wenn man es richtig macht, keine Sorge. Nur, naja, ein gesunder Fleischkonsum, der nicht übertrieben ist, einmal die Woche Fleisch, reicht völlig aus, um den Bedarf an den tierischen Eiweißen zu decken. Nur erklärt das mal einem Amerikaner oder mir. Ich nehme ja kein Blatt vom Mund, also ich esse auch fast täglich Fleisch. Es fängt ja auch schon, es ist ja nicht so, dass man da unbedingt von Schnitzeln oder Burgern reden muss. Also Burger esse ich, von Burgern muss ich auch ganz ehrlich sagen, nehme ich einen sehr großen Abstand. Ich weiß nicht wieso, kann ich euch nicht erklären. Aber ich mag das Zeug einfach irgendwie nicht. Und ich komme auch ganz gut ohne aus. Aber es fängt ja schon, man muss ja nicht, wenn man von Fleisch essen redet, da vergisst man immer die ganz kleinen Angelegenheiten, die ganz kleinen, feinen Sachen.
Ne? Ganz kleine Details.